So, Hallöchen, also im Osten geht es dann nach Haar und im Westen geht es runter. Und dummerweise ist das Hallöchen so ein Mist, heute etwas bedeckt. Keine Sonne da. Das muss man auch ausgehen. Wenn ein Kompass mitbringen oder GPS oder was weiß ich. So, weil heute der 30.06.2016 ist, Greenpeace-Tag, Radfahrertag, ich weiß auch über die, das Umlaufvermögen der Unfall- und Haftpflichtversicherung. Ja. Schönste Radtouren in Leipzig, Neuseeland, nicht Neuseeland, das ist aber anders als Neuseeland. Ja. Mal kurz einordnen in Hallöchen, also fahrt doch hin. Also das ist jetzt Westen hier. Ne, das ist Osten, das ist Westen und das ist Norden dann. Ne? Ja. Also da ist es dann nach Karte. Wenn du nach Neuseeland fahren willst, musst du dann, also das Inland geht jetzt wieder so rum. Ne, ich würde mal lieber in Uhrzeigersinn fahren. Also in diese Richtung hier geht es dann ab. Auch übrigens, es hat noch eine öffentliche Willensbekundgebung gegeben, circa, naja, so, 9 o'clock am 45 minutes, ja, irgendwie Höhe, Messer, Haus, ich muss jetzt noch anzeigen, das ist da hinten, aber die Bäume sind irgendwie, also irgendwo war da was mit bezahlen, wo nicht mehr bezahlen, bin ich damit gemeint? Nö. Eine Stimme. Recht hat er, ja, aber Alexander Schütze TV hat mittlerweile 240.000 ungefähr Anklicker, ja, die sich das auch alles angucken, ab die Sekunde, die nächste Saison, das ist eine Zugriffszeit von einer Minute auf meine Videos. Also, man muss auch den Kundenbeschwerden zur Kenntnis nehmen. Ja. In Hallöchen, schwierig, ja, also man hat dann ein Unternehmen. Vielen Transportmitteln, meistens über das Fahrerbank ist ja. Je nach Deutschland ist dann auch mit dabei, also von der Verband regional. Familien, Reitstadt, Stau. Und endlich mal wird ja was für die Geburtenerhöhung gemacht, was zum Vorteil ist, 7000 DDR-Mark Ehekredit zu kriegen, sondern ab 29 Euro die Entschuldigung, ab 29 Euro, solange der Vorrat reicht, weil ja nicht ein oranges, sondern ein rotes Dienstschutz ist. Immer positiv denken. Dresden ist halb voll und nicht halb leer. Man ist immer ein bisschen nicht besoffen, sondern ein bisschen außer Atem, wenn man nicht Radwandern kann. So, übrigens ist auch noch Robbo Cup, nee, Cup, Cup Time hier in Leipzig, schon gelb angezeigt, also in den blauen Streifen noch, ja, also wird es in Leipzig, aber wir sind ja am Hallischen Tor. Gucken wir mal. Also diese Veranstaltung findet dann bei Halle statt. Also mit Richard Wagner Musik. Also nein, keine Ahnung. In dunkelgrüner Schrift, Volksrealität. Auch überregional arbeiten zusammen, aber immer regional muss auf Preise achten. Dunkelgrüner Farbe, Farbe des Bundes, aufpassen, im Bund, Speyer, Weißer Eis, neuer Tröpfchen da, und dann Eis. Also man sieht, dass man mit wenig Tieren helfen kann unterwegs, also diese Farbe ist verboten, und ja, blau, wenn man sich da weiß, geht. Orange. Oh, jetzt kommt schon wieder die www.l.de, da wieder seine Fahrerin oder Fahrerin. Hier geht es um die kommunale Sozialverband Sachsen, das war noch zu erkennen. Das ist dann hier, also irgendwie wenn wir noch gleich gemein in Österreich oder so. Ausweis vom Sozialverband in Brandenburg habe ich leider nicht da, weil ich jetzt in Trier, Sachsen-Anhalt, Sachsen,
Halle bei Leipzig oder Leipzig Mitte oder im Osten. Ja, mal schauen. So, also ich denke mal noch gerade so zulässig. Ja. Herz für die Plätze. Damen und Herren, jetzt mit Baby mal lieber nicht als Bild. Die beiden Lampen fahren, das ist schon sehr gut am Mai. Wenn dies genügend ist. Ja. So sieht's aus, ja. Mein Gott, Walter, bin ich froh, dass ich bei der Betriebskrankheit der Volksbank, Genossenschaft, auf eine Rückversicherung bin bei der Unfallabschlussversicherung im Einsatz an die Stadt. Und nochmal achten, ja, Dschungelgrün ist bunt, ja, immer wieder. Also bundesweit, europaweit und weltweit, und ja, also laufen auf der Erfüllung, täglich, stündlich auf die Sekunde. Der Kunde, die Kunde. Öffentlicher Bereich, öffentlich, privater Bereich, würde ich mal sagen noch, ja. Dann aber dann hinter dem Brandenburger Tore hier, dann Privatbereich, es ist keiner zu sehen. Also vom Department kämpfenden Kommandeuren aus Berlin keine Einwände, würde ich mal sagen. Die das schon die Tore machen darf hier in Gemeinnützigkeit. Diese Schläger wenden sich in die Tore. So, also auch wenn die Dame weit unter 21, 18, 16 Jahre alt ist, hat sie schon bei ihren Eltern gelernt, dass also der Finger zeigt, definitiv dann immer Platz 1 ist, das ist dann bestimmt die beste hier. Dann braucht man nochmal die Farbgebung hier von diesem Graffiti-Verein, alles zugelassen und kennt sich aus im Hallöchen. Wie zeigt sie denn eigentlich hin, die Junggebliebene? Auf die Sekunde, ja. TÜV, Prüfstützpunkt, Postbank, Schülerhilfe, Sparkasse. Das sind dann tatsächlich Anzeigen, einer von zwei Prüfkästen. Eieiei. Also über jung bleiben. Jeder freut sich, wie ich zum Beispiel vor 42 Jahren mit einer Wand angesprochen werde. Ja. Dann also doch immer weiter so.